Das Warten hat ein Ende. Es geht wieder los am Wochenende mit Vereinsfußball. Wir haben schon den 10. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Hoffe, ihr habt die Länderspielpause gut überstanden. Und ja, heute hauen wir mal wieder ein paar Tipps raus. Der 9. Spieltag lief relativ erfolgreich. 4 von 9 Ergebnissen haben wir von der Tendenz her richtig heißt Sieg. Unentschieden oder Sieg aufs Auswärtsteam. Schreibt auch wie immer gerne eure Tipps in die Kommentare und auch eure Meinung zu den jeweiligen Spielen. Hansa Kiel, da gehen wir auch noch mal ein bisschen näher drauf ein und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit dem ersten Spiel. Greuther Fürth gegen Sandhausen. Sandhausen eigentlich so eine Kämpfertruppe. Auch in der letzten Zweitligasaison waren sie zur Hinrunde relativ schwach unterwegs. Greuther Fürth hat sich so langsam gefangen, fahren jetzt immer mal wieder ein paar Punkte ein und deshalb glaube ich hier auch an ein 2:0 für die Fürther. Weiß nicht, Sandhausen bisher noch nicht so ins Spiel gefunden und auswärts sind sie doch dann auch noch mal ein bisschen anfälliger für das ein oder andere Gegentor. St. Pauli gegen Heidenheim ist so ein Spiel, ja, Pauli unter den Erwartungen bisher extrem bedroht auch, sage ich mal, weiß nicht, der Trainerstuhl könnte irgendwann mal brennen. Sind schon weit unten in der Tabelle. Heidenheim, das komplette Gegenteil, ein Kandidat vielleicht für den Aufstieg. Ich würde hier einfach mal auf ein torreiches Spiel gehen, hab's irgendwie im Gefühl. 2 Tore Pauli, 3 Tore Heidenheim, macht ein 2:3 Auswärtssieg. Ob das am Ende so kommen wird, hoffen wir es einfach mal. Jetzt kommen wir zu zwei Teams, die wirklich überzeugt haben bisher. Der SC Paderborn empfängt Darmstadt 98. Paderborn heimstark, Darmstadt aber auch auswärts echt immer sehr, sehr gut dabei. Das kann wirklich in beide Richtungen ausgehen. Boah, ja. Glaube, dadurch, dass beide gewinnen können, irgendwie, dass das Spiel am Ende ein Unentschieden sein wird. 1:1 hier auf Trocken. Einfach mal eintippen. Kiel gegen Hansa machen wir wie immer zum Schluss das Interessanteste, Beste. Nein, okay. Spaß beiseite. Düsseldorf, Bielefeld, obwohl eigentlich hier kein Spaß beiseite. Düsseldorf, Bielefeld. Die Bielefelder 4:2 gewonnen gegen Holstein Kiel. Düsseldorf verloren. Gegen den HSV, gut, da kann man mal verlieren. Obwohl wir Hansa ja dort gewonnen haben. Aber Düsseldorf schätze ich schon heimstark ein. Bielefeld bisher auch eine absolute Wundertüte. Sie haben sich ebenfalls ein bisschen gefangen, genauso wie Greuther Fürth. Und denke auch am Ende, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Trotzdem gehe ich hier auf einen 3:1 Heimsieg der Düsseldorfer. Zwei Nordduelle haben wir, unter anderem auch das hier. Hannover 96 gegen den Hamburger SV, also HSV gegen HSV. Beide Mannschaften, boah, ja, schon in Sachen Aufstieg sehr, sehr weit. Da muss jetzt nur die Konstanz her. Bei Hannover sieht es eigentlich auch ganz gut aus mit den letzten Ergebnissen und der HSV hat auswärts bisher noch keinen einzigen Punkt abgegeben. Heißt, sie haben alle Spiele auswärts gewinnen können. Da kommt der Statistiker her. Irgendwann muss ja auch mal so eine Serie enden. Aber, boah, ob es jetzt in Hannover soweit sein kann, ich glaube nicht. 1:0 für den HSV, also Hamburger SV. Ja. Könnte aber durchaus auch ein Unentschieden werden. Wir gehen runter nach Baden-Württemberg und da spielt der KSC gegen den ersten FC Nürnberg. Nürnberg auch irgendwie echt eine sympathische Mannschaft. KSC hat sich auch in den letzten Spielen enorm gebessert. Also sage ich hier einfach mal 2:1 für den KSC. Auch eine interessante Partie ist Magdeburg gegen Regensburg. Welche Burg wird sich am Ende den Dreier holen? Bei mir gibt es diesmal kein Dreier. Gehe hier von einem torreichen Spiel aus 2:2, aber die Regensburger, dadurch, dass sie 2:0 gegen Pauli gewonnen haben, wieder mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Magdeburg spielerisch wahrscheinlich doch überlegen, was den Ballbesitz und auch die Chancenkreierung angeht. Wirklich top unterwegs. Jetzt fehlt nur noch die Chancenverwertung. Wenn sie die nutzen, dann könnten sie tatsächlich auch hier ein gutes Ergebnis erzielen, vielleicht sogar auch gewinnen.
Aber Regensburg sollte man auch nicht unterschätzen. Die kämpfen immer wieder, auch in Sachen Klassenerhalt. Das ist wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Kommen wir zum vorletzten Spiel für heute. Es ist das Aufsteigerduell Kaiserslautern gegen Braunschweig. Respekt erstmal an die Braunschweiger, dass die jetzt so gut da unten rausgekommen sind. Hätte ich nach den ersten 4 Spielen wirklich nicht für Möglichkeiten, dass da seht ihr es, das ist alles möglich. Wenn eine Mannschaft jetzt unten drin ist, die brauchen nur 3, 4 Siege oder halt gar nicht mehr verlieren. Und das ist halt bei Braunschweig wirklich der Fall. Uja, der macht da auch wirklich viel Wirbel. Aber genauso wie ich Respekt zolle für Braunschweig, muss ich hier auch meine Käppi eigentlich ziehen für Kaiserslautern, die es extrem gut machen. Sogar wirklich oben an der Tabelle schnuppern. Ihr wisst, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann gehe ich einfach immer auf Unentschieden. 1-1 hier. Also eher würde ich Kaiserslautern tendieren auf Sieg, aber weil die Braunschweiger so kämpferisch stark sind, kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass sie nicht verlieren. 1-1. Das letzte Spiel für heute ist das Ostsee-Duell Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. Ich habe mir die PK schon angeschaut und habe ein bisschen Bammel, denn einige Ausfälle haben wir zu beklagen. Also Simon Rein ist hundertprozentig nicht dabei. Unser Motor im Mittelfeld, Kai Pröger angeschlagen, ganz, ganz bitter, wenn er das nicht schafft, am Samstag dabei zu sein. Fraglich ist auch Lukas Schärf, der auch wirklich ein Top-Spiel gegen Magdeburg hingelegt hat, da das Ding da auch an die Latte geklärt. Auch Breyer und Hinterseher aktuell angeschlagen. Muss man mal abwarten, ob auch die Spieler, die jetzt ja bei ihren Ländern gespielt haben, Ananu, Sebastian Till und auch Dujovic dann zum Einsatz kommen. Ich sag mal so, wir haben viel Qualität, aber so ein Pröger, das ist schon extrem schmerzhaft. Das Gute ist, Holstein Kiel ist wirklich sehr, sehr anfällig, was Konter angeht. So eine ähnliche Mannschaft wie Magdeburg, das könnte uns in die Karten spielen. So wie der HSV, sie werden wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben. Trotzdem können wir dann vielleicht mit unseren schnellen Umschaltspielern dann das Ding vielleicht einfach mal so reinknallen. Und auch defensiv ist Kiel aktuell sehr anfällig. Ich glaube, die zweitschlechteste Defensive, die zweitmeisten Gegentore haben sie bekommen. Auch wenn wir in dieser Saison auswärts noch nicht wirklich was gerissen haben, bis auf das geile HSV-Spiel, gehe ich hier optimistisch ran. Auch in der letzten Zweitligasaison haben wir zweimal gegen Holstein Kiel gewinnen können. Also vielleicht sind wir jetzt so Angstgegner. 2-0 haben wir in Kiel gewonnen und 3-2 das Heimspiel. Das Rückspiel war das. Richtig geil. Kiel spielerisch halt extrem stark. Auch individuell top besetzt. Timo Becker, der Ex-Rostocker, Schrägstrich-Schalker. Ja, werde ich nicht vergessen. Der hat uns wirklich da hinten in der Viererkette enorm geholfen in Sachen Klassenerhalt. Muss man hier auch nochmal sagen. Dann Luis Holpi, Arp, keine Ahnung, ihr wisst ja, ihr kennt die ganzen Spieler, muss ich jetzt nicht aufzählen. Also, das ist schon eine Top-Truppe. Und wenn die ins Spiel kommen, auch das, die 4-2-Niederlage in Bielefeld darf man da jetzt nicht so hoch anrechnen, weil sie auch gute Möglichkeiten hatten. Ich gehe mal auf die Statistiken. In den 9 Spieltagen hat unser FC Hansa nicht einmal unentschieden gespielt, könnte mir also durchaus vorstellen, dass es jetzt zur Punkteteilung kommt. Würde es auch unterschreiben, also solange wir nicht verlieren, sehe ich es auch als realistischen Tipp an, weil Kiel heimstark ist, wir relativ auswärts schwach in Anführungszeichen. Glaube aber hier an ein torreiches Spiel. 1-2 für unseren FC Hansa und damit würden wir Kiel dann auch überholen in der Tabelle. Wenn Pröger und so weiter dann wirklich ausfallen sollten, muss man dann noch mal abwarten und gucken. Aber wir haben wirklich auch viele, die jetzt aus der zweiten Reihe kommen können. Fröhling, Schumi, da sind wirklich alle hochmotiviert, sich zu zeigen. Und genau, geh einfach da optimistisch ran. Wird eine geile Auswärtsfahrt. Wir sind wieder dabei. Ich glaube, zu viert, mein Onkel, Bruder und noch ein Kollege. Also vielleicht sieht man sich ja, wenn ihr auch im Stadion seid. Hoffe auf ein geiles Spiel. Ganz vergessen zu sagen, Kiel hat ja auch 7-0 auf den Sack bekommen gegen Braunschweig im Testspiel. Was ist da los gewesen? Also alleine das ist schon Grund dafür, ja, dass die Defensive sehr, sehr anfällig ist. Wir haben ja 0-0 gespielt gegen Wolfsburg. Damit kann man auf jeden Fall leben. Wolfsburgs Angstgegner, wenn man die 3 letzten Testspiele nimmt, nie gegen Wolfsburg verloren. Und ja, also da bin ich dann schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie Kiel sich jetzt als Mannschaft dann
einschwören wird. Sie werden wahrscheinlich nochmal aggressiver rangehen, wollen das 7-0 wieder gut machen. Und genau, die Chance würde ich auch mal vielleicht Martens geben, der jetzt sich in der Oberliga schon das ein oder andere Spiel beweisen konnte. Eigentlich in jedem Spiel getroffen. Ist zwar nur die Oberliga, sage ich mal in Anführungszeichen, aber warum nicht einfach mal ein paar Minuten reinwerfen. Das jetzt dazu. Aber man muss ja auch am Ende sagen, Testspiele nicht wirklich ausschlaggebend, ne? Kann man immer sagen, was man will. Ich glaube, da hat auch nicht die komplette Startelf von Kiel gespielt, aber trotzdem 7-0 ist schon eine harte Nummer. Die Tabelle sieht wie folgt aus, nach meinen Tipps: HSV auf 1 mit 24 Punkten, Paderborn auf 2, Heidenheim auf 3 punktgleich mit Darmstadt 98, dann auf Platz 5 Düsseldorf, 6 Hannover, wo ich auch nochmal sagen muss, Hannover gegen Hamburg, also Hannover ist ja eigentlich auch so ein kleiner Angstgegner, vielleicht würde ich da dann doch auch auf dem Unentschieden gehen, aber ja, man soll immer den ersten Gedanken nehmen, deswegen bleiben die Tipps jetzt so bestehen. Kaiserslautern auf 7, wir würden auf Platz 8 rücken und es würden nur noch 25 Punkte fehlen, dann hätten wir schon die goldenen 40. Auf Platz 9 haben wir den KSC, Kiel auf Platz 10, keine Ahnung, ob es dann auch gefährlich wird für den Trainer. Dann haben wir Regensburg auf 11, Pauli 12, 13. Iskräuter Fürth, die konnten sich da echt dann unten nochmal ein bisschen rausretten. Gefolgt auf Platz 14 von dem Rivalen Nürnberg. Auf Platz 15 haben wir Braunschweig. Bielefeld auf 16, da ist es noch ein bisschen brenzlicher. Auf 17 dann Sandhausen, die rutschen immer weiter nach unten. Und auf dem letzten Platz hätten wir Magdeburg, aber alle ja, von 16 bis 18 punktgleich mit 8 Zählern. Das war's von mir, 10. Spieltag. Eure Einschätzung gerne mal rein. Ich bin wirklich immer für jedes Feedback dankbar, genauso wie eure Tipps. Und dann sehen wir uns vielleicht in Kiel im Stadion auf einen hoffentlich geilen Auswärtssieg. Macht's gut, haut rein, danke für jeden Daumen nach oben. Immer wichtig und ja. Abonnieren nicht vergessen. So sieht's aus. Und jetzt bleibt stabil. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.